das Wohnmobil hat Räder, verdammt, doch wir können hier nicht weiter, hier ist Fledermausland. Moin Leute und willkommen hier in GTA 5. Heute zeige ich euch mal wieder einen kleinen, sehr, sehr coolen Glitch. Und zwar, wie ihr komplett alle Gebäude und einfach alles um euch herum von dieser Map, ja, wegglitchen könnt. Wie auch immer, das ist so wirklich eine X-Ray-Sicht, kann man dazu sagen. Man sieht einfach komplett alles. Es ist auch ein bisschen komisch, man sieht vom Fahrzeug und sowas noch rumfahren. Man sieht aber keine Straßen, keine Gebäude und kein gar nichts. Gut, wo müssen wir hin? Wir müssen zuerst mal zu dieser Location mitten in Los Santos. Sollte, denke ich mal, jeder finden. Ich glaube, das ist da irgendwo bei dem Maze Bank Tower. Ja, da drüben ist der Maze Bank Tower. Und genau hier gegenüber, da sieht man unten drin, ist so... Ja, was soll denn das sein? Ich weiß es gar nicht, was es sein soll. Man sieht es auch schon schön, da ist so eine kleine Glasfront davor mit so ein paar Türchen und sonstigen. Jetzt gehen wir hin und wir sehen schon diese Ecke, die schließt irgendwie nicht komplett ab, wie sie sollte. Jetzt zücken wir eine Sniper und jetzt müssen wir nur noch einmal hier reinschauen und einfach ein bisschen hin und her schauen. Wenn wir jetzt aus dem Sniper-Scope einmal rausgehen, wie gesagt, das kann ein paar Versuche brauchen. Einfach immer reinscopen und rausscopen. Wenn dann alles richtig ist, dann sieht es so aus wie bei mir. Jetzt sehen wir, die komplette Map ist unsichtbar. Man sieht ab und zu noch so ein paar schwarze Pünktchen rumfahren. Das sind dann die Autos. Da ist es zum Beispiel, da sieht man jetzt die ganzen schwarzen Dinger. Man sieht die Missionenkreise. Und jetzt kann man sich hier frei rumbewegen. Unter uns sieht man jetzt auch ganz schön, es ist eine Tiefgarage oder sowas. Also man kann auch wirklich so, denke ich mal, sehr, sehr coole Spots finden und einfach auch geile Secret Locations. Da hat man jetzt gerade wieder ein Fahrzeug fahren sehen. Das ist alles so ein bisschen so ein Buggy-Modus. Hier sieht man auch wieder einen kleinen Eingang von der Tiefgarage. Man muss sich einfach ein bisschen hier auch auf der Karte dann umschauen, um einfach komplett sich zurechtzufinden. Ist wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber haut auf jeden Fall schon hin. Das habe ich jetzt bisher auch noch nicht probiert. Nee, funktioniert leider nicht. So kommen wir wieder aus dem Modus raus. Entweder wir steigen, wie wir gerade gesehen haben, in ein Fahrzeug. Ich habe gerade gedacht, vielleicht klappt es ja und man kann so auch rumfliegen. Aber nee, leider nicht. Oder wir scopen einfach, wenn wir hier in dieser Richtung sind, einfach auch wieder mit unserer Waffe einmal scopen. Und schon sind die Gebäude alle wieder da. War nun ein sehr, sehr kleiner Glitch, aber ich finde doch ein relativ cooler Glitch, mal das Ganze so von dieser Sicht zu betrachten. Und vielleicht findet ihr ja die ein oder andere richtig geile Secret Location. Gut, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ansonsten war es an meiner Stelle auch schon wieder. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut und haut rein.